Oh, 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 oh. Servus, grüß euch, habe die Ehre. Willkommen zu meinem Weihnachtsvideo. Wir zocken heute mal wieder das Spiel Christmas Horror. Das ist am 3. Dezember 2021 rausgekommen. Ich zeige euch da mal die Steam-Page. Schwupp. So. Santa has living for 100 years by taking away the soul of the bad children. Oha. This time you're the chosen and it's up to you. Finish off Santa forever or escape at your own. Genau. Also wie gesagt, wir haben das Spiel schon mal vor 2 Jahren auf dem Channel gespielt. Seitdem hat es aber ein paar Updates gegeben und es gibt jetzt auch Errungenschaften und bla bla bla. Und deswegen schauen wir uns dieses Jahr zu Weihnachten das Spiel nochmal an. Das kostet zurzeit 99 Euro Cent. Ist 50% reduziert von 1,99. Das Angebot endet am 4. Januar. Kann man machen, muss man aber nicht. Ihr könnt euch das gerne bei mir anschauen und vielleicht reicht euch das ja. Wir gehen jetzt mal zusammen ins Spiel. Ich bin schon gespannt. Aber wir gucken einfach mal, wie lange wir zocken wollen, wie lange es geht, ob wir durchkommen. Ja. Habe ich nicht aufgepasst. Passt. Wir gehen jetzt mal auf Settings. VHS-Effekt, lass mal ruhig an. Snow Particles, Graphic Quality, Performance, lass mal auf Quality. Das passt eigentlich alles. Quick Play. Skips Introduction Level. Ne, wir machen mal Play. Zack. Und schauen uns das Introduction Level schon an. Hi, Sweetie. When you wake up, go. Oh, Entschuldigung, ja, danke. Oh, nochmal, sorry. You've been a bad boy, now Santa has to punish you. Uh-oh. Ja, wir machen ein bisschen lauter, weil wir wollen den Santa dann auch hören. Okay. Settings. Volume ist aber schon laut. Dann muss ich es für mich nochmal ein bisschen lauter machen. Wie kann denn das jetzt schon auf laut sein? Press E to pick up flashlight. Da ist ein Schlüssel. Press E to pick up prison key. Können wir laufen? Ja. Da haben wir irgendwie irgendwas. Haben wir hier sonst irgendwas? Ist hier was im Klo? Kann ich springen? Ja, springen kann ich auch. Okay, hier ist nichts. Dann. Ich habe den prison key. Achso, linke Maustaste, ja genau. So. Okay. Also hier geht's anscheinend hoch. Wenn ich mich recht erinnere, wenn wir da hochgehen, da ist dann, wo der Santa unterwegs ist. Aber wir checken hier erstmal hier das. Hier die ganzen Räume. Da sperrt er anscheinend öfter mal andere Kinder auch ein. Wow, was war denn das? Wir laufen gerne mal. So. Was haben wir hier alles? Was ist das? Eine Leiche. Boat Room Key. Okay. Boat Room Key nehmen wir. Das ist wahrscheinlich dann zum Flüchten, oder? Was macht ihr hier unten mit den Leichen? Was haben wir hier? Ein fettes Messer. Ja, okay, da schneidet er hier an den Leichen rum. Kann man machen? Dann. Das ist doch echt ganz, echt voll leise für das. Vielleicht auch, weil ich die Mütze auf habe und dann. Aber so leise kann es doch gar nicht sein. Wir sind schon auf Max Volume. Na gut. Habe ich irgendwie ein Menü? Oder kann ich immer nur eine Sache in die rechte Hand nehmen? So. Dann gehen wir hier mal hoch. Hallo. Ich höre dich, Santa. Oh, ich jetzt den Schlüssel fallen.
Ah! 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 Habe ich mich auf da? Achso, nee, ich bin ganz runtergefallen. Grafik ist irgendwie ein bisschen... Es ist nur der VHS-Filter oder habe ich jetzt den Schlüssel hingelegt? Ah! Ah, bitte, Santa, tu mir nichts. Ah! Ah! Alter, was will der? Der soll jetzt mal nicht hier... Der soll hier mal nicht campen, Alter, und mich mal hochlassen. Penner. So, ich höre ihn links von uns. Wir lassen ihn mal ein bisschen weggehen. Kann ich die Taschenlampe irgendwie ausmachen aus? Nein. Ausmachen auch. Okay, den Bootschlüssel lassen wir da mal liegen. Press E to open. Ah ja. Pick up ammo. Ja. Ich glaube, man kann sich auch irgendwie in Schränken verstecken, wenn mich nicht alles täuscht. Oh shit. Oh shit. Ist ja blöd, wenn ich die Taschenlampe gar nicht ausmachen kann, wa? Kann ich mich hier irgendwo verstecken in den Geschenken? Hier ist ein Weihnachtsbaum. So ein Haufen Geschenke. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ha. Der ist zu dick. Der kann hier nicht rein. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Also hier bin ich safe. Ha. Hier bin ich safe. Aber jetzt schleich dich mal. Ich würde hier gerne weitermachen. Was steht denn hier? Remember to feed the reindeer before using it. Ja, genau. Blöder Klaus. Wir gehen jetzt mal schnell in den ersten Stock. Ich denke mal, der wird wieder da hinten sein. Ich weiß es aber nicht. Der könnte jetzt genauso gut hochgegangen sein. Pick up candle. Turn radio off. Drop candle. Living room key. Ja. Ohne Musik ist das gleich wieder fast ein bisschen gruseliger. Okay, weiter hoch geht's nicht. Wir gehen mal hier langsam entlang. So, jetzt gucken wir mal, wo er ist. Hallo? Santa Claus? Klausi? Ho, ho, ho. Fuck, wo ist der? Gaskanister? Kann ich hier durch? Nee. Kann ich hier weiter hinter? Okay, jetzt ist er da lang gegangen. Dann checken wir mal schnell hier rein. Was habe ich jetzt für den Schlüssel aufgehoben? Wenn ich das nur wüsste. Hier haben wir nix. Hier haben wir nix. Shotgun Shell. Ah, da wieder die Musik angemacht. Alles klar. Vielleicht kann man den so weglocken. Man geht hoch, stellt die Musik aus, dann denkt er sich, was ist da los? Wer macht die Musik?
Ach so, Living Room Key ist das. Passt. Was ist hier Living Room denn? Was ist denn das hier für ein Riesenhaus? Ich dachte, das sind hier bloß ein paar Räume, aber das geht ja ewig. Was haben wir hier für einen Schlüssel? Outside Gate Key. Okay. Lassen die jetzt mal hier liegen. Schauen hier mal rum. Vielleicht finden wir ja eine Waffe. Ich glaube, 2 Shells haben wir schon für eine Shotgun. Press to open. Nichts. Hallo, lieber Nikolaus. Ich schleiche rum in deinem Haus. Machst mir gleich den Gar aus. Doch ich will lieber hier heraus. Also hier ist nichts. Hier irgendwas? Was ist das? Einen Anker. Okay, ich habe einen Anker. Mal, es wäre geil, wenn man halt irgendwie so ein Inventar hätte, wa? Aber haben wir anscheinend nicht. Wir schmeißen den Anker jetzt hier zu den Schlüsseln dazu. Und sammeln hier die Sachen einfach. Wir gehen jetzt hier mal hoch. Hier geht's gar nicht hoch. Kann ich hier runter? Hier geht's gar nicht runter. Okay. Dann schauen wir hier nochmal. Safety first. Hier war auch nichts drin. Hier zum Aufmachen. Candle. Für was brauche ich eine Kerze? Ich habe doch Licht. Eine Taschenlampe, yo. So, wo ist er jetzt, der liebe Nikolaus? Ich bin dir die Weihnachtselfe. Ich will dir nur hier wirklich helfen. Was? Shotgun Shell? Ich will unbedingt eine Waffe, dann schieß mal auf den Weihnachtsmann, Alter. Oh, da hinten ist er. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Oh shit, oh shit. Oh. Okay, day 2. Scheiße. So, pick up flashlight, pick up prison key. Aufsperren. Aber eigentlich hätte es jetzt da einen Erfolg geben sollen. Ich glaube, wenn ich einmal vom Weihnachtsmann gehittet werde. Ich kann nicht hören. I just love Christmas time. Ja, das freut mich für dich, Bruder. Ich eigentlich auch. Ah! Ja, jetzt verpiss dich. Du siehst mich, aber du kannst mich nicht erreichen, oder was? Jetzt Angst gekriegt und geht jetzt. Ja, es passt ja auch. Wir warten kurz. Entschuldigung, Mike geschlagen. Auch wenn es schneit. Oh Tannenbaum, der Nicolo hängt am Gartenzaun. Ich Elfe schrei, ich kann nicht mehr. Nicolo erscheint. Und ist echt schwer. Oh Tannerbaum, du bist ein scheiß Campersau. Ja, Alter, komm, jetzt schleich dich. Ho, 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 ho. Ja, ich geh jetzt ein bisschen runter, okay? Und dann gehst du. Verschwind jetzt. Das gibt's doch nicht.
Warte, wir schauen uns noch mal ganz kurz die Errungenschaften an. Get kidnapped by Santa Claus. Haben wir eigentlich schon erledigt. Get hit by Santa Claus one time. Haben wir auch schon erledigt. Turn the radio off. Haben wir auch schon erledigt. Ja, echt, wir haben schon voll viel erledigt und im Endeffekt nichts passiert. Haben sie echt gute Updates gemacht. Funktionierende Updates. I'm impressed. Ist er jetzt weg? Ey, Blödmann! Wo bist du? Oh shit. So, wir schalten den Scheiß hier jetzt oben nochmal aus, Alter. Reicht schon wieder. Brauch keine Kerzen, Mann. Das ist hier Klausi sein Zimmer, oder? Toll, hier sieht man ja gar nicht raus. Ich glaube, der kommt jetzt aber gerade, um das Radio wieder anzumachen. Oder auch nicht. Hallo? Mal davon aus, dass er darüber gegangen ist. Da hinten ist er, okay. Checken wir hier schnell weiter. Schrank. Hör ihn nicht. Wo bist du? Zeig dich. Santa, piep einmal. Interessant wäre es zu wissen, wenn er mich sieht und wenn ich dann in den Schrank gehe, ob er geresettet wird. Beziehungsweise... Oh shit. Gehen jetzt noch mal kurz in den Geschenkeraum. Lauf! Lauf! Was war das für ein Schlüssel hier? Achso, nee, hier ist Munition gewesen. Ich höre ihn. Hinter den Tisch kann man nicht. Crouchen kann ich auch nicht. Santa? Aber man kann sogar hier zwischen die Geschenke durch. Ist hier irgendwo. Hier ist ein Ausgang. Man kann hier einfach teilweise durch die Geschenke durch. Komm schon, lass mich hier drauf springen. Ich mache auch mit Anlauf. Oh shit. Oh ho ho.
Okay, ich glaube, jetzt ist er vielleicht sogar die Treppen hochgegangen. Ja, hat dann gleich die Musik angemacht. Wieso komme ich hier nicht raus? Oh Gott, hier sind nur Geschenke, Alter. Sollte ich doch durchkommen. Oh oh. Santa? Bist du irgendwo da? Oh shit. Oh shit. Ah. Ah. Jemand sagt, er ist zu dick und kann nicht hinter. Ja, Mann. Dann weiß er nicht, wo ich bin. Kennt sie in seinem eigenen Scheißhaus nicht aus. Santa der Klaus, Alter. Okay. Immer nicht vergessen hier. Hier bin ich safe. Aber wo war denn der Schlüssel zu dem Bootshaus? Habe ich den nicht irgendwo aufgenommen? Blätter, du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannerbaum, wie grün sind deine Blätter? Ich glaube, ich bin auch schneller wie Santa, oder? War hier kein Schrank? Fucker, yo! Ich glaube, er hat mich schon verloren. Mensch, hier, du, eine Waffe, hä? Eine Waffe? Ja, weiß ich schon. Hier ist eine Kerze drin. Was brauche ich eine fucking Kerze? Ist nix. Hier ist der Anker. Warum auch immer. Nehmen wir hier mal raus. Schmeiß den hier so hin. Okay, hätte vielleicht sein können, dass es ein Santa blockt oder irgendwie. Aber nein. Ah. Okay, hier komme ich auch vorbei. Vielleicht kann ich mich hier auch verstecken. Hier nicht. Habe ich ihn gehört? Santa, ich bin's. Ich höre ihn nicht mehr. Oh! Lauf! Schau nicht nach hinten! Ihn verloren. Man verliert ihn auch so. Okay. Okay, okay. Oder auch nicht. Oh! Oh, Scheiße! Da hat er mich getrickt. Wo kann ich hier... oh shit, ich komme nicht durch die Tür. Oh! Ich muss weg. Ciao. Ich brauche sowieso den Schlüssel von hier unten für das Bootshaus oder was es auch immer war. Habe ich den oben schon hingelegt und habe das schon wieder vergessen oder was? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich stelle mich aber auch wie der erste Mensch, aber ja. So ist das. Needs the boat room key. Das ist das boat room. Alter. Okay. Warte. Boat room key. Geil. Und hier unten kann er mir nichts tun. Also bis jetzt zumindest. Progress. Missing items 4. Okay. Needs battery. Okay.
Es ist ja hier viel komplexer, das Spiel, als gedacht. Verdammte Axt. Also da brauchen wir wahrscheinlich... Ah. The boat is broken. To fix it, you will need oxygen tank, boat engine, battery, anchor and fuel. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Und hier steht, mir fehlen 4 Sachen. Missing 4 items. Und hier sind aber 5 drauf. Ihr seid auch solche Idioten, Alter. Gut, wir wissen, wo der Anker ist. Wir holen den Anker. Hier ist das Boathaus. Okay. Wäre interessant zu wissen, wenn ich jetzt abnippel, ob ich dann den Progress noch habe, von wegen Boathaus auf. Hey Santa, olle Vorhaut. Wo bist du? Oh, du fröhliche. Klausi. Wir holen jetzt einfach direkt den Anker und dann direkt zum Boot zurück. Munition. Wo ist Klausi? Scheiß auf Klausi. Wir laufen einfach. Hab ich gesehen? Nein. Sehr gut. So, dann springen wir wieder runter, weil Fall Damage kennen wir nicht. So. Bin ich gespannt, ob das dann durchgestrichen wird, wenn wir das hingebracht haben oder was jetzt passiert. Missing Items 3. Ne, ist nicht durchgestrichen. Okay, jetzt brauchen wir Fuel, Battery, Boat Engine und Oxygen Tank. Okay. Wir gucken jetzt nochmal hier. Nicht, dass wir irgendwas verübersehen haben. Irgendwas vergessen haben. Press E to pick up candle. Für was? Boah. Was bist du denn? Messer. Pick up meat. Was soll ich mit dem Meat? Das ist eine gute Frage. Hunger? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht muss ich das als Ration mitnehmen, wenn ich dann auf hoher See bin mit dem Motorboot. Ja, wir schmeißen das jetzt mal hier hin. Besser gesagt, wir legen das hier hin. Schauen in die andere Zelle. Aha! Nichts. Okay. Dann müssen wir wieder hoch. Batterie, Oxygen, Fuel. Boah. Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit. Nein. Oh, shit! Lauf, Kind, mit deinen kleinen Haxen. Lauf dem Santa Claus davon. Oh, Tür. Okay, wir probieren es jetzt. Wir schmeißen uns. Shit. Oh. Alter. Ficker. Ja. Day 3. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal den Anker holen. Boah, es ist alles wieder resettet. Fuck you. Okay. Passt. Dann...
Boat Key. Boat Room Key, sorry. Ah. Spielen schon eine halbe Stunde und kein Progress. Warte. Drei Items. Vier. Fuck you. Verdammt, so. Das wird ein Ewigkeitsvideo. Ich glaube, man muss Sachen rausschneiden. So. Ja, und Erfolge gibt's auch keine. Das ist das, was mich noch am meisten nervt. Verpiss dich jetzt. Habe ich dich jetzt erschreckt? Merry Christmas! Ja, du bist so fett, oder was? Schleich dich jetzt. Ah! Okay. Ja. Hat uns jetzt getötet. You failed. Santa has taken away your soul and will do it again next year with other children. So, das war Christmas Horror. Wir haben nichts geschafft. Wir wissen aber, um was es geht. Wir haben keine Errungenschaften erhalten. Naja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Verbringt es mit euren Liebsten. Lasst euch reich beschenken. Und entweder sehen wir uns noch vor dem neuen Jahr. Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns im Jahr 2024. Peace, yo.